Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. So, da draußen schwimmt dieser große Fisch. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich mich hier in Sicherheit gebracht habe. Oh, oh. Ich sehe ganz viel Lithium. Ich glaube, die liegen da immer in diesen Becken drin. Kann das sein? Da haben wir eins. 2, 3, 4 Lithium, cool. Weiter. Lithium in Sicherheit bringen. Das ist voll, das ist auch voll, das ist auch voll. Ja. Hier hätten wir noch Platz. Lithium. So, wir bräuchten 4 auf jeden Fall. Dann brauche ich da oben nochmal mindestens 4, sind 8. Ich habe jetzt 7. 18, 12 wäre mir aber lieber. Also brauchen wir noch mehr Lithium. Da schaue ich mal. Wieder so eine Fläche. Da haben wir Salz. Lithium und Salz, okay. Hier noch mehr so Flächen. So, so. Sieht aus wie Ablageflächen, gell? Hm. Ich weiß hier, irgendwo ist der große Fisch. Keine gute Idee, was ich hier mache. War keine gute Idee. Hör rein. Mal dahin, wo es ganz eng ist. So. Das sind zwar die anderen Haie, aber die machen nicht so einen Schaden. Da ist auch nichts mehr. Das ist jetzt der Kruzer, den ich gehört habe? Keine Ahnung, und da haben wir noch Schwefel. Ja, die haben wir schon abgegrast. Gut, dann müssen wir weitersuchen. Vielleicht finden wir noch mehr. So, rein da. Nein. Na gut, Energie haben wir noch. Es sind zwar nur noch 13%, aber noch hat er was. Da ist Schwefel. Oh, da unten sind die Wale. Sind so schön. Mhm. Ich habe noch genug Energie für die 3 Notfalls. Oh oh. Das war der Punkt, wo wir nicht mehr weiterkommen sind, weil es zu tief gegangen ist. Kann. Nein? Oder hängt auch nichts an den Wänden? 300 Meter sind wir jetzt schon. Was ist da? Achso. Nur die Textur. Sieht noch ziemlich leer aus. Bietet aber auf jeden Fall auch wieder sehr viel Platz für alles Mögliche. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Aha. Einmal mal auf der Höhe. Und da kommen wir hier nicht weiter, oder? Kann man da kurz durchtauchen? Ah, da kommen wir durchtauchen. Auch da ist aber nichts an den Wänden.
Riesengroße Höhlen sind das. Bin ich mal gespannt, was da noch alles reinkommt. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Bin doch schon raus. Noch viel leer. Hier, weil hier ist auch ganz leer gewesen. Da ist leider noch alles leer, schade. Aber gut, da kommt definitiv auch irgendwas rein an geben wir dann einfach noch Zeit und warten auf das, was da kommt. So. Das Biom quasi dann zu Ende. Fehlt halt noch so ein hübscherer Übergang darüber. Da hätten wir Diamant, Gelsäcke. Gelsäcke könnte man sogar nehmen, weil die können wir notfalls auch essen. Die haben mir in Subnautica schon mal das Leben gerettet. Hm. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ich mag Gelsäcke. So, wieder rein. Schauen wir mal, kann man sie essen? Ja, kann man. So. Es gibt 50 Wasser. Na, wunderbar. So. Quarz. Das ist interessant. Ah. Genau, da sind wir jetzt wieder bei diesen schwebenden Inseln. Die gibt es ja auf der ganzen Welt hier scheinbar. Quarz. Sehr quarzreich. Ist es sehr kahl. Da oben haben wir diese großen schwimmenden Fische. Das sieht merkwürdig aus. Das klang merkwürdig. Das ist ein Durchgang. Ah, darunter, okay. Oh oh. Oh.
Wo ist er denn? Also. Die sind ja auch so richtig hübsch gemacht. Und das hier ist da unten quasi verankert. Naja, hat sich festgesaugt. Kilometer sind wir auf 300, okay. Alles noch okay. Was haben wir da? Silber. Das müssten beide Silberanschlüsse sein. Auch noch weiter runter, aber irgendwo ist da halt auch Ende im Gelände, zumindest für mich einmal. Warning, maximum depth reached, hull damage imminent. Gehst du endlich nach oben? Danke. Da. Ich werde mal eben schnell reparieren. Jetzt wollen wir wissen, es geht ja da drinnen. So. Okay. Ich hätte immer noch gerne ein bisschen Lithium oder Blei. Mist, da kann ich nicht runter. Aber ich kann runter schwimmen. Das kann ich. Das kann ich natürlich so. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Diamant, Gold. Mehr Diamanten. Ah, Rubine. Da auch. Oh, was ist das? Mein Sauerstoff, der sagt Scheiße raus da. 30 seconds. Moment mal. Oxygen. Ja, es hast du ein bisschen spät gesagt, mein liebes Subnautica. Mist, ich geh drauf. Nein. Ja. You died, ja, danke. Natürlich hat er mir das Lithium geklaut, was ich hatte. Oh klar. Ich glaube, da wollte ich runter. Ich meine, jetzt ist es egal, jetzt war ich ja gerade tot.
Das ist Lithium. Diamant ist mir egal. Börsentechnologie. Lithium. So, nach oben. Weil in der Tiefe verliere ich verdammt schnell Sauerstoff. Ah ja, ich weiß, ich bin ja schon da. Hey, 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 hey. So. Zium. Mir aus den Rubin. So. Interessant. Da unten findet man also Precursor-Technologie. Und da findet man Lithium. Danke, ich glaube, dann können wir langsam baugeln. Ja, Rubin brauche ich nicht so viele. Also es wäre mir nicht bewusst, dass ich sie brauche. Silber. Lithium. Das hier ist das Lithium-Paradies, verstehe. Bin doch schon fast wieder im Schiff. So. Okay, habe ich dafür noch Platz? Oh ja. Sehr gut. Gut. Und weiter geht's. Also ich glaube, Lithium haben wir jetzt genug. Silber. Auch Silber. 400 Meter. Tiefer sollte ich jetzt nicht mehr gehen. Da haben wir Gold. Ina. Das ist eindeutig noch Lithium. Ganz eindeutig. Und da noch ein bisschen rum. Dürfte Silber sein, ja. Aber Titan. Da haben wir Fische. Okay, also das hier ist auf jeden Fall Lithium. Wunderland. Mhm. Ich muss zurück. Der klang hungrig hinter mir. So, ich würde sagen, bringen wir das Zeug mal heim, oder? Wir haben es doch so weit entfernt, okay. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Haben wir gedacht, wir haben nur einen großen Bogen gemacht. Warte mal, das heißt, wir müssten doch fast dann... Wo ist denn jetzt... Also da ist unsere Basis, ja?
Ach nee, das ist von beiden so weit weg. Okay. Haben wir die Schwebenden? Die sind so. Und dann haben wir aber nichts, Gott sei Dank. Bisher. Bisher. Also man weiß ja nie, was ihnen einfällt. Dann kann man uns anschauen, wie es ausschaut, wenn wir oben drüber was bauen und wenn man was anschließt. Möchte ich auf jeden Fall beides sehen. Moment, ist das Blei? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Weil Blei bräuchte man ja auch noch. Ein Silber, schade. Gut, aber nach dem Blei kann man scannen, da bin ich mir sicher. So, geh mal rein. Wir hätten da noch ein bisschen Lithium und jetzt haben wir, glaube ich, die Zeit, dass wir heimkommen. Vielleicht gar nicht weit weg hier, dieses gelbe Biom von mir. Dann ist das auch Silber. Das ist die alte Basis, das ist okay zum Ausladen. So. Ausladen. Gibst du mir jetzt mal alles mit. Oh, hier auch. Ja auch. Damit haben wir die linke Seite fast leer. Aber eben nur fast. Okay, ich bräuchte. Nee, nee, Glas haben wir ja. Also zuerst einmal bräuchte ich 2 Plastahlbarren. Jetzt haben wir auch Platz dafür. Da haben wir ein bisschen Titan reingelegt. Können wir vielleicht jetzt einen machen? Okay. Da haben wir einen hineingelegt. Mach mir daraus bitte das da. Und noch einmal. Damit haben wir einen Raum. So. Dann brauche ich jetzt auf der 4 das hier. Dann hätte ich zuerst gerne mal einen Raum. Aha, so geht's zum Beispiel. Schauen wir uns das einmal an. Welcome aboard, Captain. Kann das? Ich
verstehe. Ich muss hier mal raus. Aber wieso so so schnell? Mal kurz Luft holen. Jetzt müssen wir die Basis reparieren gehen. Integrity restored. Draining systems initiated. Achso, ich habe das hier auch dran. Das wird mich auch mit Integrität kosten. Da ist nichts. Wollte sagen, da ist nichts passiert, ja. Mhm. So, wonach kannst du suchen? Du könntest zum Beispiel nach Lied suchen. Die Frage ist, ob du Lied finden wirst. Das heißt, ich habe so eine verdammt niedrige Hüllenintegrität. Kann das sein? Hüllenintegrität von 4. Kann man hier so tricksen wie. Ja, Moment mal. Machen wir das mal so, dass wir sagen, hier bauen wir eine Foundation, ja? Dann brauchen wir dafür jetzt Titan und Lead. Hier mit ein bisschen Titan. Hüllenintegrität jetzt auf 6. Das snappt das sogar dran, oder was? Ja. Ach nee, am Eingang ist das irgendwie dran. Kann ich da drunter einfach eine setzen? Nein, ich nehme es hin. Und könnte ich hier noch eine bauen? Dafür fehlt mir wahrscheinlich jetzt Blei oder so. Und wenn ich jetzt einen Large Room... Ja, ja, ist okay. Du machst das schon. So, gehen wir mal ein Stückchen weg. Ah, ist das verbunden? Das sehe ich nicht. Das Ding ist zu groß. Nö, das ist nicht verbunden. Ich kann das also am ehesten so bauen, weil ich da wenigstens sehe, was ich tue. Okay. Ich könnte es zum Beispiel so bauen. Das macht minus 4. Dann hätten wir quasi hier da hinübergehend noch in einen Raum. Das man kann die wirklich machen. Stapeln etc. wie man mag, finde ich cool. Das Observatorium haben wir gerade sich jetzt halber abgerissen. Warning, emergency power only. Power restored.
All primary systems online. Er hat Powerprobleme. Warum? Was frisst hier den Strom? Beleuchtung von den Räumen? Hab hier doch noch gar nichts. Titan. Mhm. Macht er jetzt wieder Plus? Ach, ich weiß, was den Strom frisst. Der Scannerraum. Der frisst Strom, das stimmt, ja. Nee, lass mir die noch dran. Der Scannerraum bricht Strom. So, ich bräuchte noch mehr Dit. Habe ich dann noch Plan? Nein, das ist nicht viel. Basisstärke. Ja. Okay. Ah, guck mal, habe ich keins mitgenommen. Okay. Da haben wir jetzt Quarz oder sowas vergessen. Gut. Genau, Quarzkupfer. Gehen wir mal kurz da rein. Könnte doch noch sagen. Ah ne, kann ich nicht, weil hier oben noch was gebaut wird. Aber ich könnte theoretisch einfach da drüben den Eingang reinmachen. Dann haben wir es zwar maximal weit bis zu dem hier. Hätte ich eigentlich schon was gefunden? Eigentlich nicht, oder? Ja. Habt ihr euch vermehrt? Sind immer noch nur zwei. Müsste ich, glaube ich, mit einem extra Aquarium probieren. Aber ich fürchte, das kostet mich auch wieder sehr viel Höhlenintegrität. Jetzt lässt das doch gar nicht zu. Hab ich das bauen? Aber das letzte Mal wäre es doch hier auch gegangen. Gut, ich muss die oben mal fertig machen. Quarzkupfer. Das könnte man gleich mitnehmen. Könnte man mitnehmen. Calorie intake recommended. Okay. Vital signs stabilizing. Den könnte man mitnehmen. Kupfer. Den Silber weg. Und dafür holen wir uns jetzt. Mhm. Wir holen uns Quarz. Da war doch was. Ach, das ist der abgeschaltete.
gucken wir noch kurz. Wir haben zu wenig Quarz mitgenommen. Das ist jetzt Mist. Okay. Dann schauen wir mal, wie viel Energie wir jetzt hinkriegen. So. Okay. Aber wenn ich die Wand wegnehme. Hallo? Mein Inventar ist voll. Ah, okay. Baue dich mal wieder fertig. Wir bauen uns jetzt einen Eingang. Bauen wir uns den hin? Hierher. Kann ich nur von außen. Nein, ich kann ihn doch auch innen bauen. Hierher. Dann könnte ich doch auch sagen, ich möchte hier bitte einen Fabrikator. Geht hier, cool. Okay, Quarz. Ja, das müssen wir uns dann wiederholen. Einen Battery Charger. Ich könnte hier aber auch mal Wände einbauen. So, aber ich würde sagen, nicht mehr heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann richten wir hier mal so ein bisschen die Wohnung ein, quasi. Wohnung. Wir richten uns dann hier mal ein, ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.